Wer kann Reviewboard fahren? Gibt es da altersmäßig Beschränkungen oder ist das im Grunde genommen komplett egal und komplett wurscht, wie alt jemand ist? Also ich habe zum Beispiel spaßhalber unser Informationsmaterial geschrieben, Kinder, sagen wir so, bis 10 Jahre müssen auf Sicht von Eltern sein, ja, und ab 80 sollte also auf Sicht von Kindern sein. Also, das heißt, Grenzen da oben, unten ist alles offen, ist kein Problem. Also viele Menschen haben mich angesprochen, ja, da darf man sowas nicht schreiben, weil schon ab 50, 60 gibt es schon Probleme, Verletzungsgefahr. Ich muss sagen, 70, 80-Jährige bei mir fahren Skateboard, also Reviewboard zum Beispiel, und sind alle glücklich, überhaupt kein Problem. Das heißt, das ist alles abhängig von mehr von Denkweise als nur vom Alter. Also zum Beispiel, wenn ein Mensch will, egal wie alt es ist, er muss sowieso, ich habe Erfahrung bis jetzt gezeigt, 80-Jährige oder 90-Jährige, die entwickeln komplett neue Muskulatur. Die werden komplett so, als wären Kinder, so komplett neu. Sogar nicht nur das, was noch interessant ist, habe ich schon mittlerweile mir vorgenommen, bei jedem Reviewboard-Seminar sogar ein Foto machen, vorher, nachher. Da man sieht, Ja, wie innerhalb sich von ein das paar verändert. Stunden, Menschen werden deutlich jünger aus. Also nach 8 Stunden sind 20 Jahre oder 10 Jahre jünger als vorher. Also das heißt, und wenn sie weiter so machen, die werden immer jünger, immer fitter. Alter spielt keine Rolle.